Dies ist die Ansicht des Zotero-Programms. Sie teilt sich in drei Bereiche. Links sehen Sie eine Ordnerstruktur sowie eine Auflistung der verwendeten Tags. Die Ordner in Zotero werden als Sammlung bezeichnet. Wenn Sie links einen Ordner auswählen, werden in der Mitte die darin enthaltenen Einträge angezeigt. Links können Sie bei den Ordnern über diesen Pfeil die enthaltenen Unterordner aufklappen. Auch bei den Einträgen können Sie mit diesem Pfeil Elemente des Eintrags wie Notizen oder Volltexte auf- und zuklappen. Wenn Sie im mittleren Bereich einen Eintrag anklicken, können Sie auf der rechten Seite die zu diesem Eintrag gehörenden bibliografischen Angaben sehen. Hier sehen Sie zum Beispiel die Titelangabe, die Autoren oder auch das Jahr. Das sind die Angaben, die Sie später zum Zitieren verwenden werden. Hier können Sie auch die Angaben eines Eintrags anpassen. Zum Beispiel können Sie Tippfehler korrigieren, wie hier im Titelfeld. Auf der rechten Seite können Sie auch Notizen zu den Einträgen hinzufügen oder bearbeiten. Und, ganz ähnlich, Tags hinzufügen oder bearbeiten. Wenn der Eintrag eine PDF-Datei enthält und Sie diese in der Mitte anklicken, können Sie auf der rechten Seite den Dateinamen der PDF-Datei manuell ändern.